Also servus miteinander. Tag 11, wir schleichen mit dem Moped nach Madrid zu. Ja. Klaus, Moped hat, also gibt gerade den Geist auf, oder ist ja dabei, den Geist aufzugeben. Das er hat scheinbar keine Lust mehr. Er hat seine Höchstgeschwindigkeit um gute 10 km/h eingebüßt. Ja, ansonsten haben wir den Tag in La Grande Motte verbracht. Also herzlich willkommen in Grand-Motte. Eine Tachowelle wechsle ich natürlich nicht, aber einen Ölwechsel müssen wir machen. Und ich habe schon einen Lehrling eingestellt, das ist Matthias. Matthias, sag mal Hallo in Kamera. Hallo. Ja, genau. Hat ja nichts, gell. Aber er schraubt ganz gut. Und jetzt schrauben wir erst mal einen Luftfilter weg. Das ist ganz wichtig, der Luftfilter. Und kommen hier ans einzig Wahre, den Vergaser. Schaut euch das Prachtstück an. Schaut euch das Prachtstück an. Wie man sieht. Ja, gell. Das, also mit dem hier fahren wir quasi nach Madrid. Also am Reif wird eigentlich quasi auch das hier und zwei Reifen reichen. Richtig. Und dann kommen wir an den Einfüllstutzen. Ganz was Gutes. Kurz zwischendrin hier nochmal ein Gruß. Der hat uns hier mit freundlicher Empfehlung das Total Transmission TM mit 80 W90. Da kann man nichts falsch machen. Das haben wir uns selber ausgesucht, weil er wollte uns ein Getriebeöl für ein Allrad verkaufen. Viertakter. Hätte nicht ganz passt. Haben wir gesehen. Gut. Oh, fuck. Biota, die fährt auch ohne Öl. Das weiß man ja, gell? So, da relativ schmerzfrei. Matthias, erzähl nicht wieder so viele Geschichten, sonst gibt es heute Mittag keine Gelbwurstzähne. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir machen das jetzt bei 5 Mal. Wir machen das jetzt bei weitere 5 Roller. Ja, und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ich wechsle dein Öl, du wechselst meins. So, wer sich von euch immer wieder fragt, wo der Domi die ganze Zeit ist, der ist ganz oft hinter der Kamera. Er wird euch jetzt ein bisschen was aus seinem spannenden Leben als Kameramann erzählen, was er denn heute so gemacht hat. Meistens drücke ich auf die Taste mit dem roten Punkt. Das mache ich viel. Manchmal drehe ich vorne an dem Objektiv. Ansonsten neben dem Ganzen, genau das, auf der Suche nach dem Dirty Dancing Strand ging es weiter. Man muss sagen, es nimmt Form an. Es hat sich schon, ich muss sagen, es hat sich besser angefühlt. Also, das erste war so mehr so Brokeback Mountain, aber heute war es schon in die richtige Richtung. Also Dirty Dancing, wir finden es noch. Inspiriert von der Suche nach dem Dirty Dancing Strand haben sich auch noch die Bobinger Badenixen dazu gesellt und haben ein kleines Schauspiel da abgeliefert am Ufer. Das war auch sehr ergreifend. Ich habe schon mal gesehen, wie so ein Kallio von innen ausschaut. Sensationeller Kickstart. Das ist schon von außen, gell? Und von innen ein Traum.